Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ember Moon. So, ich habe den vierten Rätselmond noch gefunden. Der ist hier unten. Quatsch, so fröhlich vor sich hin auf der Karte. Na, schauen wir mal, was er uns zu erzählen hat. Der Steinkopf sagt, ratet ihr das Lösungswort, lasse ich euch zum Zauberort. Also, ich habe zwei Flügel und kann nicht fliegen, habe einen Rücken und kann nicht liegen, ich habe ein Bein und kann nicht stehen, trag eine Brille und kann nicht sehen. Nun, was bin ich? Ja, das ist auch so, was ich schon mal irgendwo gelesen habe. Es gibt Nasenflügel, es gibt einen Nasenrücken, es gibt ein Nasenbein und auf der Nase trägt man eine Brille. Also wird es eine Nase sein. Nase, das war genau das richtige Wort und ich begebe mich eilig fort. Mit diesen Worten verschwindet das Wandstück vor euch. Sehr schön, das war ja einfach. So, dann haben wir Brunnen Nummer 4. Und werfen mal eine Münze rein. Als die Wunschmünze in das Wasser des Brunnens taucht, entsteigt diesem ein seltsamer Rauch. Ihr atmet ihn ein und danach fühlt ihr euch robuster als vorher. Das müsste deine Konstitution gewesen sein. Und ich glaube, da war Selena noch ziemlich weit unten. 24, ja. Da war sie ein gutes Stück weiter unten. Ich glaube, das gibt dann auch mehr Lebenspunkte. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Sicher. So, dann gehen wir jetzt nochmal ins Stadtzentrum. Schauen wir mal, ob es hier rundherum noch was gibt und den Palast. Und dann würden wir warten, bis die Händler aufmachen. Klingt nach einem Plan, ne? So arg viel Geld haben wir jetzt nicht in den Taschen dabei, aber wir haben noch einiges. Ich glaube so 16.000, 17.000 oder so. Ist recht viel, aber wenn wir jetzt diese Harfe dafür 10.000 kaufen und ich habe halt noch keinen Plan, was wir damit sollen. Da geht's rein. Aber das scheint nichts zu sein. Hatten wir mit dir schon geredet? Ja, sie sagt, dass die Zwerge verschwunden sind. Das wissen wir. Da gibt es noch eine Nische. Da ist ein nackter Mann drin. Auf dem Sockel der Statue liest sie in Aloe folgende Runen. Folgende Runen mit Sinaloas Runentabelle. L-E, das kenne ich schon auswendig. Behalten wir mal im Hinterkopf. Ein Eigenname. Da scheint es mehr zu geben. Ja, wer bist denn du? E-S. A-I-S-A. Isan. Sagt mir auch nichts. Wenn wir irgendwelche Namen brauchen, dann wissen wir, wo wir hingehen müssen. Wer bist denn du? Ah, das hatten wir doch auch gerade. Nee, F. I. Phi. Dann kommt E4. Aber mit F geschrieben. Es sind auch keine Götter, die wir jetzt von Emberstar kennen. Wieder ein nackter Mann. Komm, lass dich betrachten.
Ha. Hä? Le dann nö. Was war das nochmal? Le dann nö. Le dann nö. Keine Ahnung. Wenn wir irgendwann mal Wörter suchen, werde ich das mal ein bisschen. Ein bisschen besser übersetzen. Keine Ahnung. So, dann gehen wir noch hier diese eine Ecke. Und dann schauen wir weiter. Weil das klang jetzt nicht nach Namen von Entwicklern oder so, wie wir das schon in New Lake hatten. Keine Ahnung, was das für Leute sein sollen. Vielleicht habe ich jetzt auch den totalen Müll übersetzt, aber normalerweise klappt das eigentlich recht gut. Wir werden sehen. Zur Not muss ich nochmal mein Videogedächtnis heranziehen und dann das Ganze nochmal besser übersetzen. So, aber wir schauen jetzt erstmal, wann machst du auf? Um 9. Dann warten wir so lange. Ja, wir werden müde. Wir reißen uns jetzt aber bitte am Riemen, denn wir gehen jetzt shoppen. So, wir sind wieder genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen fürs Angebot. So, wir möchten zuerst mal gucken. Steinschleuder, alter Kram, magische Pfeile kann man hier kaufen, magische Bolzen. Nekromantendolch, da haben wir auch einen. Oh, naja gut. Mörderklinge. Feuerbrand mal wieder. Zielbogen haben wir auch 2 oder 3. Wurfsicheln haben wir auch welche über. Zwergenaxt haben wir jetzt auch mittlerweile 2 gratis bekommen. Aber das ist die Zwergenaxt, kostet nur 5.000 und so ein Skimitar kostet immer 25.000. Aber ist dafür halt ein Einhänder, da könnte man ein Schild dazu tragen. Egal, müssen wir so oder so nicht kaufen. Zwergenschleuder haben wir auch 2, 3. Elfenbogen haben wir auch mindestens 1. Magische Wurfaxt. Genau. Ja, Selena und Waldin tragen eine. Ja, ansonsten brauchen wir keine. Aber wieso steht hier Paladin als Klasse? Im Handbuch gab es, glaube ich, keinen Paladin. Das ist strange. Und ein Regenbogenstein. Ich glaube, da hatten wir jetzt auch einen Ember Moon einen gefunden. Oder verwechsel ich das mit Ember Star? Ich habe keine Ahnung. Okay, hier gibt es nichts, wofür ich jetzt spontan Geld ausgeben möchte. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein richtig gutes Zeichen. So, und dann gab es hier hinten noch den Trinkeshop. Schauen wir dort mal noch rein. So, was hast denn du? Heiltränke, Allheilungsfiole, Stärkungsfiole. Haben wir noch nie benutzt, haben wir auch welche. Entgiftungsfiole, leere Fiolen, dann muss ich nicht mehr zum Alchemistenturm. Spruchpunkte. Und nochmal diese ganzen Trünke. Trünke. Ich glaube, die kann man pro Wert immer nur einmal pro Charakter nehmen. Das behalten wir mal im Hinterkopf, dass die hier gibt noch. So. Ich glaube, dann hat. An der Bibliothek waren wir noch nicht mit den Öffnungszeiten. Und wir reißen uns bitte weiterhin am Riemen. So, willkommen. Ihr möchtet euer Wissen über die Magie mehren. Was hast denn du? Okay, er hat von allen Magieklassen was. Asche wandeln können wir, glaube ich, schon. Oder? Nee, Staubwandeln haben wir, glaube ich. Sabine? Moment. Wir müssen hier raus, damit ich gucken kann, was Sabinchen kann. Staubwandeln. Das ist halt, wenn man zu Staub zerbröselt wurde und tot ist. Steintrogen. Toter wecken ist halt, wenn man einfach nur normal stirbt. Nee, Asche haben wir noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir das als Rolle schon irgendwo haben.
Schmerz lindern, Lähmung heilen, zerstören, Untote, große Heilung. Wie viel kosten der Spaß? 2500. Ja, das nehmen wir jetzt mit. Hier, Sabinchen, halt mal fest. Und dann schauen wir weiter. Massenheilung haben wir, Wiederbelebung haben wir, Lähmung heilen, Alterung heilen, Alterung stoppen und Stein zu Fleisch haben wir alles. So, dann kommen meine Zauber. Imitierte Sonne ist der beste Lichtzauber. Blink war irgendwas. Nach vorne teleportieren. Sprung. Flucht. Wort des Markierens. Ah, genau. Das sind diese Teleportfunktionen. Wie Leutsignal, Mind Magic. Also Punkt markieren und da kann man dorthin zurückkehren. Leider haben wir jetzt keine 5000 mehr dabei. Aber da bin ich arg in Versuchung, wobei ich nicht wüsste, ob ich dort jetzt auch die Lernpunkte dazu über habe. So, die magische Barriere, das ist besser als unsere Wand. Antimagiesphäre müsste der beste Zauber davon sein. Wobei ich nicht weiß, ob die Zauber dann stärker sind oder nur länger halten. Denn man sieht ja immer diese nur ganz wenigen Balken, wenn man die Zauber spricht. Kann sein, dass die Sphäre einfach nur länger ist. Überlege ich mal. So, Geheimtüren finden, das kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Das sind jetzt Waldinsprüche, mystische Karte. Und dann gibt es nochmal den Feuerball, Feuersturm, Feuersäule, Wasserfall, Eisball, Eissturm. Nee, das haben wir alles. Also wie gesagt, dieses Markieren und Zurückrufen, da bin ich sehr in Versuchung. Aber dann müsste ich dann nochmal zur Bank quasi. Im Großvaters Haus. So, haben wir sonst noch irgendwas nach hinten geschoben wegen Öffnungszeiten? Nee, Lebensmittelladen brauchen wir jetzt echt nicht. Trankhändler waren wir, das ist der normale Waffenhändler. Nee, okay, dann haben wir alles gesehen. Dann gehen wir hier raus. Und jetzt ist natürlich, die Runen sind über meiner Karte. Moment, kurz umrangieren. Weil dann würden wir nämlich jetzt zuerst mal noch kurz zur Oase gehen, von der man uns erzählt hat. Das Schild haben wir, glaube ich, noch nicht gelesen. Ilien, die Stadt der Elfen. Doch, das hatten wir gelesen. Dann gehen wir zuerst mal noch zur Oase, die ja große Heilkräfte haben soll. Schauen mal dort, ob die wirklich nur heilt oder vielleicht auch irgendwie noch so ein paar Buffs springen lässt. Achso, und wir sollten vielleicht mal noch lagern. Sonst kann das böse ausgehen, wenn wir jetzt über das Wasser fliegen. Das wäre ungünstig. Ist mir einmal passiert, habe ich daraus gelernt. So, jetzt haben wir natürlich 19 Uhr abends. Ah, supi. Eine Stunde zu wenig. So, jetzt wird es so langsam hell und wir sind wahrscheinlich wieder bald müde. Aber das kann ich jetzt auch nicht ändern. So, jetzt müssen wir nach Nordosten. Dort ist dann die Seufzerwüste und diese Oase. So, jetzt sind wir von Ilien runter. Dann... Ja, genau, das ist eine Wüste. Und dort muss jetzt irgendwo... Oh, da ist ein Windportal. Das können wir noch reparieren. Gibt ja wieder Erfahrungspunkte. Da muss aber auch irgendwo noch die Oase sein. Stab des Aufbaus benutzen, bitte. So, Selina Level 26. Sehr schön. Das hat sich schon mal gelohnt. Und da habe ich eine... Moment, da habe ich eine Palme gesehen. Das spricht für eine Oase. Jo. Als ihr die Hand in das Wasser der Oase taucht, strömt plötzlich eine intensive Wärme durch euch hindurch. Könnte so ein Vollheilungsding sein, wie wir das vom Friedhof in Twin Lake kennen, im Monster. Behalten wir im Hinterkopf, zumindest hat man auch ein Portal direkt dazugestellt. Okay.
Dann wäre jetzt der nächste Punkt, dass wir mal schauen, ob es hier auch ein Grab des Pharao gibt, so wie wir das aus Emma Star kennen. Denn wir kamen ja aus diesem Pharao-Grab, kamen wir ja an der Oase raus. Schauen wir mal kurz. Vielleicht soll die Oase einfach nur eine gratis Heilmöglichkeit sein, wenn man gerade abgebrannt ist, kein Geld hat und kein Essen erschaffen kann oder so. Nee, da ist schon Ende. Dann ist das Grab wahrscheinlich zugeschüttet worden oder so. Es wird schon wieder dunkel und wir werden müde. Dann machen wir mal kurz einen Stopp und schlafen nochmal bis zum Morgengrauen. Und dann fliegen wir weiter. Hier gibt's nichts. Wir müssen jetzt schon an der Oase wieder vorbei sein. Ah, okay. Dann fliegen wir jetzt schnurstracks nach Südwesten Richtung Sansris Insel und schauen mal, wie wir dort raufkommen. Wie gesagt, die ist ja von Gebirge umgeben und da können wir nicht rüberfliegen. Aber das scheint halt die Vorbedingung dafür zu sein, dass wir die Adler bekommen. Also muss es einen anderen Weg geben. So, das müsste... Jetzt müssen wir in der Nähe vom Alchemistenturm gewesen sein. So, jetzt müssten wir... Ist das Burnville? Nee. Hä? Nee, das ist jetzt die Insel mit Spannenberg. Den Vulkan wollten wir nicht reinfallen. Insel mit Spannenberg. Dann waren wir hier. Dann müssen wir jetzt auf Burnville treffen, beziehungsweise die Gebirge nördlich davon. Ja, check. Dann nach Westen, dann müssten wir die Lebab-Insel treffen. Das müsste die Insel sein. Wir steigen mal kurz ab. Dann hoffentlich, ja, wir schlafen bis zum Morgengrauen. Sehr schön. Und dann steigen wir nochmal auf den Besen. So, das müsste jetzt Lebabs Insel sein. Dann müssen wir nochmal ein bisschen Südwest. Ja, das ist Lebabs Insel gewesen. So, dann müssten wir jetzt nach Süden... auf das Gebirge von Sansris Insel treffen. Hallo? Da. Hm? So, das müsste Sansris Insel sein und da müssen wir jetzt irgendwie rauf. Nur wie? Ah, Moment, habe ich was gesehen? Das könnte ein Feldrand sein. Das ist aber nicht unser Boot. Oh, da ist eine Höhle. Mal wieder ein Tunnel durch den Berg wahrscheinlich. Wäre dann der dritte. Okay. Einmal kurz gedanklich sammeln. Wir machen schon mal Licht an. Wir buffen durch. So. Ja, das ist das, was ich meine, dass hier dann bei diesem anderen magischen Schutzdings da... einfach, dass hier weißer ist und deswegen das länger hält. Vermute ich mal. Aber im Handbuch steht da nicht, ob es jetzt stärker ist oder nicht. So, wir sind in Sansris Tunnel. Der zu Sansris Tempel führen könnte und zu der Stadt Snake sein. Da sehe ich eine Kiste und Gegner.
haben wir schon so erstmal Kiste. Die Gegner sollen dann jetzt nochmal ein Sekündchen warten. Selena? Mach mal bitte auf. Ja, Truhe geöffnet. Magierstiefel defekt. Na gut, das schreit nach Burnville. Ring der Konstitution. Das sehe ich auf jeden Fall bei Selena. Und nochmal ein Ring des Sobek. Ah, also können jetzt theoretisch 3 Leute von uns schwimmen. Wir hatten noch einen Finger frei, Waldin vielleicht. Und Antimagietrunk. Wir hatten noch eine Person, die noch Antimagie offen hatte. War, glaube ich, Selena. Oh, und da war Gold drin in der Truhe. Mitnehmen. So, dann können wir auch nichts vergessen. Selena. So, dir ziehe ich den Ring der Konstitution an. Du trägst schon Ring des Sobek. So, Antimagie. Ja, hat sie 10 von 50. Dann geben wir ihr den Trunk, weil ich glaube, nur bei solchen Leuten bringt das was, die dort noch ein Maximum übrig haben. Ja, jetzt hat sie 12 von 50. Die 2% oder was das ist, werden es auch nicht reißen. Aber okay, wir haben es getan. Und ich habe Waldin noch den Ring des Sobek. Ja, zieh einfach an. Das war ja ein Schwimmring. Dann schwimmreif oder so. Wie auch immer. So, Konstitutionsring haben wir abgegeben. Ja. Es gibt Ringe von Stärke, Konstitution und was auch immer gibt es auch zu kaufen. Und das ist jeweils, glaube ich, plus 5 oder so. Keine Ahnung. Oh. Ihr seid viele. Wir schauen mal, was die Herren so mit Eis am Hut haben. Machen wir einen Eisschauer. So, und ihr schwärmt schon mal aus, falls wir dann doch kämpfen müssen. Und der Rest tut mal so, als wollten wir kämpfen. So, und dann schauen wir, was passiert. Ja, die zaubern Erdbeben. Das macht allen Aua. Macht allen Aua. Irgendjemand hat widerstanden. Selena hat widerstanden. Wow, wie viel Erdbeben könnt ihr denn? Okay, ich fühle mich jetzt nicht schlecht, dass wir den Eisschauer gemacht haben. Oder hoffentlich machen werden. Nelvin hat abgewehrt, Sabine hat abgewehrt. Noch ein Erdbeben. Jungs, das reicht so langsam. Könnt ihr das mal bitte lassen? Nelvin, zauber mal bitte. Heiligsblechle. Wenn jeder von denen das kann, dann gute Nacht. Aber ein Teil von ihnen bewegt sich auch. Ah, Nelvin, wehe dir, du verkackst jetzt den Eisschauer. Wehe dir. Wehe dir. Nelvin zaubert. Okay, Nelvin. Bitte seid nicht frostresistent. Bitte, 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 bitte. Ihr habt so viel nackte Haut. Ihr müsst frostempfindlich sein. Wow, 178 und er lebt noch. Okay, 243 hat gereicht. 200 hat nicht gereicht. Die haben mehr als 200 Lebenspunkte. Wow. Okay. Ja, das könnte nicht ganz so einfach werden. Okay. Ja, wir müssen gleich in die Pause. Wir machen nochmal Eis-Dings. Weil ich Angst habe. Bitte nochmal ein Eisschauer. Und du heilst mal bitte mit einer mittleren Heilung unseren guten Nelvin. Der muss überleben. So, go.
Wow, die Gegner haben es in sich. Die sind nicht von schlechten Eltern, weil die so verstreut stehen und sich auch zuerst mal nicht alle bewegen. Ist das kein so ein leichter Kampf? Aha, Zauber misslungen. Wahrscheinlich können sie auch nur einmal so diese Erdbeben-Geschichte. Ja, jetzt hauen sie auf Valdin rum. So, einer weniger. Elvin geheilt. So, Eisschauer. Wow. Okay, das sollte keiner von denen überleben. Einer noch? Ja. Wow. 933 Erfahrungspunkte. Nelvin Level 28, Sabine 27. Jede Menge Gold. Nahrung lassen wir hier. Und Kampfäxte. Die sind aber schlecht, die Äxte. Zwei Händer und 10. Die Zwergenaxt ist ein Zwei Händer und 30. Okay, wir können froh sein, dass die keine Zwergenäxte tragen. Ja, wir packen die Äxte mal ein und werden sie dann hoffentlich zu Gold machen können. Denn ich will ja noch die beiden Zauber kaufen in Ilien mit dem Teleportieren. Das würde mir wahrscheinlich das Leben leichter machen und euch schicke ich in die Pause. Bis gleich.